Hallo, hier ist Tabitha Suguna vom Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Fühlen oder Gefühle? Was ist da der Unterschied? Und wie trägt das Wissen darüber zu unserer Lebensqualität bei? Darüber möchte ich heute ein bisschen plaudern mit euch. Ja, fangen wir doch gleich mal beim Fühlen an. Was passiert beim Fühlen und wofür ist das gut? Fühlen ist im Prinzip eine Art, unsere Umgebung wahrzunehmen. Ja, wir fühlen zum Beispiel über die Haut, wenn so ein Windhauch drüber geht und dann wird es irgendwie frisch und wir bekommen Gänsehaut. Oder wir fühlen die Enge in der Straßenbahn, ja, oder U-Bahn, wenn da ganz viele Menschen aneinander stehen und so Schulter an Schulter stehen, dann fühlen wir das. Wir fühlen Hunger. Das Fühlen bringt uns quasi in Kontext mit der Umwelt und mit uns und hilft uns rauszufinden, was jetzt gerade dran ist, was gut ist. Ja, wenn wir uns zu sehr erfrischt fühlen oder es zu kühl wird, dann ziehen wir uns gerne eine Jacke an. Oder wenn wir Hunger fühlen, dann essen wir. Wie ist das jetzt mit Gefühlen? Gefühle wie Wut, Trauer, totale Freude, Ekstase, Begeisterung, Verunsicherung. Da ist es schon ein bisschen anders wie mit dem Fühlen. Ja, das Fühlen ist noch relativ, sagen wir mal, neutral. Natürlich ist das Empfinden von Person zu Person unterschiedlich. Ja, es gibt Leute, die frieren bei 10 Grad Lufttemperatur und andere sagen, hey, ich kann auch bei 10 Grad noch mit dem T-Shirt rausgehen. Ich habe halt so eine innere Hitze. Hi Sefti, grüß dich. Und da hast du quasi so dein eigenes Raster, wo du guckst, ne, ich fühle mich hungrig, ich esse was oder ja, ich kann es noch ein bisschen ignorieren, es krumpelt noch nicht so sehr. Das hilft dir quasi den ganzen Tag, dich zu orientieren. Aber wie ist das mit Gefühlen? Klassiker, du gehst mit deinem Freund das erste Mal ins Kino, es kommt ein irgendwie total berührender Film und das ganze Make-up ist danach im Eimer, weil du weinst. Vielleicht nimmt dein neues Date mit Humor und denkt sich, wow, so eine feinsinnige Frau, wie toll. Oder du hast Angst und denkst, oh nein, hoffentlich hält er mich jetzt nicht für eine Heulsuse. Was passiert da? Da sind gewisse Trigger, so emotionale Trigger, die in uns was auslösen. Und das ist jetzt nicht so unbedingt so rational wie das Fühlen, ja, ein Temperaturunterschied fühlen oder Hunger fühlen, sondern das hängt sehr, sehr, sehr stark mit unserer eigenen Prägung zusammen. Hast du immer wieder ähnliche Erfahrungen gemacht, die zum Beispiel bei dir Stress auslösen? Nehmen wir mal zum Beispiel, es kommt die Patentante Elsa zu dir nach Hause als Kind und das ist so eine dicke, kräftige, vielleicht auch schwitzende, immer gestresste, hypochondrische Frau. Was macht das mit dir, ne? Wenn du als Kind das als totalen Stress empfindest, wenn die da ist, weil die vielleicht immer zu laut redet oder was auch immer, und irgendeine Verletzung da bei dir stattfindet, zum Beispiel immer wenn die Tante Elsa kommt, da ist nur noch Tante Elsa wichtig und ich kann quasi in meinem Zimmer vor mich hingammeln oder es passieren noch dramatischere Sachen. Dann löst möglicherweise der Trigger, kräftige, schwitzende Person, in Zukunft, auch wenn du erwachsen bist, immer so ein mulmiges Gefühl aus von, irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt, dieses Gefühl ist in deinem System abgespeichert und zwar an mehreren Stellen. Einmal gibt es einen Triggerpunkt im Gehirn, wo das abgespeichert wird. Dann gibt es das Darmgehirn, wo diese Eindrücke ja auch verarbeitet werden. Und es gibt oft bei Gefühlen, die sozusagen nicht ausgedrückt werden, die nicht ausgelebt werden, bleibt es auch im Körper stecken. Und damit hast du quasi dir einen Trigger erschaffen. Das heißt, wann auch immer ähnliche Situationen passieren, fühlst du vielleicht eine Enge in der Brust, ein Krummeln und ein Drücken im Magen. Oh, du wirst tierisch nervös.
Und im Falle von Traumata geht das Ganze natürlich noch weiter, ja. Manche Trigger lassen dich fast nicht mehr atmen, du kommst in Panik. Du hast gewisse Muster entwickelt, mit denen du sozusagen navigierst, um von diesen Gefühlen, die du dann in dem Moment wahrnimmst in dir, nicht total übermannt zu werden oder nicht komplett handlungsunfähig zu werden. Das heißt, du hast die alten Gefühle in deinem System und oftmals hindern dich diese alten gespeicherten Gefühle, so ganz frei zu fühlen, was gerade ist, was stimmig für dich ist, was für dich passt. Du nimmst vielleicht so diese Körperreaktion wahr, aber dadurch, dass ein altes Gefühl da gespeichert ist, kannst du gar nicht mehr adäquat im Hier und Jetzt reagieren. Ja? Meinetwegen, immer wenn der Nachbarhund bellt, kriegst du eine krasse Enge in der Brust, weil dich vielleicht als Kind mal ein Hund gebissen hat, aber du kannst diesen Stress nicht abschalten. Du merkst es vielleicht gar nicht so, aber irgendwas ist unterschwellig gestresst. Und unser System ist die ganze Zeit von früh bis abends in der Nacht immer beschäftigt, Reize zu verarbeiten. Die Reize werden auch zum Großteil im Darmgehirn verarbeitet. Und vielleicht merkst du das, ne, wenn du so nach einem Einkaufsbummel, es ist jetzt nicht für jeden so Entspannung, einkaufen zu gehen, und du hast ganz viele Leute gesehen und da ist ein Gerangel und Geschiebe und so. Und du kommst nach Hause und merkst erstmal, boah, du bist völlig erschlagen. Du musst dich also entweder hinlegen erstmal oder dir eine Ruhe gönnen und sozusagen diese ganzen Impressionen erstmal wieder verarbeiten. Ne? Also mal durchschnaufen, eine Tasse Tee trinken, was auch immer du für eine Routine hast, um so wieder in deiner Mitte anzukommen. Ja, Meditation ist auch ein ganz hervorragendes Mittel. So weit, so gut. Was ist jetzt aber mit den, sagen wir mal, Gefühlen, die unterdrückt durch traumatische Erfahrungen in deinem System stecken und die sozusagen immer bei den kleinsten Triggern anspringen? Ja, du kommst manchmal vielleicht dann nach einem Arbeitstag nach Hause und denkst dir so, ich weiß überhaupt nicht, was heute war. Ich bin durch, ich bin fertig, mir fehlt die Energie, ich fühle mich irgendwie auch so traurig, trostlos und ein bisschen ausgebrannt vielleicht auch. Und du denkst dir, ja, komisch, ich habe doch jetzt gar nicht so einen krassen Tag gehabt. Unterschwellig passiert es aber die ganze Zeit, dass unser System, ne, die Lage immer abcheckt und ganz viel in Bewegung kommt oder manchmal auch in einer Starre bleibt, die sozusagen uns gar nicht mehr richtig tief in den Bauch atmen lässt, ja, wo wir hier oben so eine flache Atmung haben. Und der Bauch wird immer härter und immer härter. Und nach vielen, vielen Jahren merkst du, du hast immer irgendwie diffuses Bauchdrücken, Ziehen und du weißt gar nicht so richtig, warum. Da sitzen eingesperrte Gefühle, ungefühlte, unausgedrückte Gefühle. Ja, kennst du vielleicht, ne, manchmal, wenn du gestresst oder genervt bist, denkst du dir, das ziemt sich nicht, jetzt hier auszurasten. Natürlich wahre ich die Kontenance. Aber wenn du das sehr oft machst, ist dann oft so eine Spannung. Ja, ich merke das, wenn ich Bodywork mit Menschen mache, wo der Bauch ganz hart ist, wo der ganze Schulterbereich irgendwie immer wie so eine Daueranspannung hat und dann nicht loslassen kann. Auch nach 2 Stunden Massage ist da kein Loslassen drin. Warum ist das so? Weil dort Gefühle gespeichert sind. Das Gefühl, ich muss diese Lasten alleine tragen, ich darf nicht ausrasten, weil das ist gefährlich oder. Was kann man da jetzt machen, um sich davon zu befreien oder zu sagen, ja, das sind viele Emotionen in mir gespeichert, die möchte ich wieder in Fluss bringen, weil diese Energie, die da gestaut ist, die macht zum einen oft so emotional körperlichen Stress bis hin zu Schmerzen und mindert die Lebensqualität. Und wenn du das schon sehr lange mit dir rumträgst, hast du vielleicht auch das Gefühl, du kannst eigentlich nie so richtig durchstarten. Ja, du hast vielleicht mega coole Visionen, aber du merkst, oh, ich habe nicht die Kraft und oh, ob das was wird und ach nee. Und diese alten Gefühle, die sind jetzt nicht unser Feind, die wir irgendwie unbedingt beseitigen müssen,
sondern die wollen gefühlt werden. Einfach gefühlt und im Gehirn neu vertratet. Also so nach dem Motto, okay, damals war die Tante Elsa für mich ein Stressfaktor, aber es gibt heute keine Tante Elsa mehr. Und auch wenn mir kräftige, schwitzende Menschen begegnen, muss ich nicht innerlich in diesen Stress kommen. Wie machst du das? Du machst das mit einem Reframe. Das heißt, du fühlst das Gefühl. Wie geht das? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, du kommst tatsächlich in so eine Situation, wo du merkst, okay, jetzt wäre es wirklich mal gut, das Alte zu fühlen, weil es halt durch eine neue Situation wieder nach oben gebracht wurde. Und dann fängst du an, das Ganze aufzulösen. Da gibt es verschiedene Methoden. Ne? EFT, das Klopfen, das haben wir schon öfter mal zusammen gemacht, ist zum Beispiel eine gute Methode, um diese alten Gefühle einfach in Fluss zu bringen und dir zu sagen, ne, durch das Reiben des Milchpunkts, ich bin in Sicherheit, ich liebe mich. Und dieses alte Gefühl im Prinzip auszuatmen und loszulassen und dem Körper zu unterstützen, da in eine Leichtigkeit und in eine Freiheit hineinzukommen. Genau. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wenn du zum Beispiel zur Bodywork gehst, zur intuitiven Körperarbeit, Leibarbeit, Massagen, was auch immer dich da anspricht, können diese Stellen, die meistens dann schon über die vielen, vielen Jahre sehr, sehr hart sind, also fühlst du es auch, wenn du mit deinem Finger gewisse Bahnen, Muskelstränge deines Körpers abfährst, dann spürst du, ui, hier fühlt es sich irgendwie ein bisschen härter an und wenn ich da vielleicht mit dem Finger ein bisschen tiefer reingehe, kommt auf einmal so ein exorbitantes Stressgefühl, so, boah, lass mich da los oder, wow, was ist da? Also wirklich, wo so der Körper sofort in eine Alarmbereitschaft geht und vielleicht 2 Zentimeter neben dieser Stelle passiert gar nichts. Da weißt du, an der Stelle ist eine Emotion meistens eingeschlossen. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Also, wenn du konkrete Probleme hast, geh auf jeden Fall zum Arzt, zum Heilpraktiker, zur Physiotherapie, was auch immer. Aber wenn du gucken willst, wo deine alten Emotionen stecken und die wirklich befreien möchtest, dann kommst du fast an der Körperarbeit gar nicht vorbei, weil da, wo es gespeichert ist, da setzt du einfach an. Das heißt, entweder kannst du dich durch Selbstmassage diese Punkte immer wieder in Fluss bringen. Das kannst du mit einem guten Öl unterstützen. Gute Frage. Meinst du als Gebende oder als Empfangende? Ich meine, es ist immer auf beiden Seiten da. Also, wenn ich Empfangende bin bei der Massage und habe diese Schmerzpunkte, dann merkt das ja die Masseurin zum Beispiel, dass der Atem auf einmal flacher geht, dass eine Stelle härter ist und wird dich als Empfangende dann darauf hinweisen, dass da einfach jetzt mehr Aufmerksamkeit hin darf, dass wir da zusammen reinatmen. Also das mache ich bei der Bodywork immer, das ist für mich das A und O. Wenn ich so eine eingeschlossene Emotion im Körper finde, nicht schwer, wenn man das öfter macht, das zu finden. Dann sage ich, okay, lass uns mal in die Stelle gemeinsam reinatmen. Lass uns mal fühlen, was da drin steckt. Und entweder mache ich das dann wirklich so über so einen ganz langsamen Druck, also am liebsten, ich zeige es jetzt einfach mal, wenn ich zum Beispiel an der Wirbelsäule hochgehe, da stecken ganz schön viele eingeschlossene Emotionen. Mache ich vorher erst so ein bisschen warm, eine Streif da drüber, massiere das bisschen mit ein bisschen warmem Öl. Kannst du aber auch über dem Pulli machen oder direkt auf der Haut. So. Und wenn ich dann mit den Fingern sozusagen links und rechts von der Wirbelsäule ganz langsam nach oben gehe, gibt es dann an vielen Stellen auf einmal so eine Verhärtung. Und da rutsche ich nicht einfach durch, sondern ich atme mit dem Klienten, mit der empfangenden Person zusammen da durch. Das heißt, ich gehe in die Tiefe und wenn ich dann wie so im Gewebe, wie so stecken bleibe oder fast wie gestoppt werde im Fluss, dann weiß ich, dort ist auch der Energiefluss gestoppt. Und dann geht's los mit Atmen, noch tiefer atmen und irgendwann beim Ausatmen auf einmal so rutschen sozusagen die Daumen, also meine Daumen, viel leichter durch den Körper des Empfangenden dann an der Stelle.
Und wenn du das dann 3, 4 Mal machst, bis die Stelle sich leichter anfühlt, kannst du, wenn du möchtest, das musst du aber gar nicht, aber es ist manchmal, glaube ich, ganz interessant, diesem Gefühl noch mal eine Beachtung zu schenken, weil dann ist es gesehen worden, ist es gefühlt worden, ist es irgendwie verstanden worden und dann ist es durch. Und das kann sein, dass dann Bilder hochkommen, entweder sofort bei der Behandlung oder auch super gerne manchmal nachts dann beim Schlafen, beim Träumen oder wenn man so, sagen wir mal, ein bisschen stupide Arbeiten macht, zum Beispiel Autofahren, Kartoffeln schälen, also wo du jetzt nicht gerade hochgeistig beschäftigt bist, da kommen auf einmal wie Flashes dann die Erinnerungen und dann kannst du dich noch mal durchatmen. Und wenn du merkst, diese Emotionen sind sehr heftig, dann such dir auch jemanden, der dich da begleitet, also der mit dir gemeinsam da durchatmet, da durchfühlt und mit dir gemeinsam den Reframe macht. Wenn du Erfahrung darin hast, machst du es einfach alleine. Super. Aber zu zweit finde ich es oft noch mal ein bisschen einfacher, weil der Schmerz oder diese Trauer, der Schock, das Unverständnis, die Ohnmacht, die Überforderung, weil das in dem Moment den Raum bekommt, den es damals nicht hatte. Deswegen ist es ja gespeichert, weil es nicht ausagiert wurde. Einfachstes Beispiel. Wenn du ein Kind bist, du rennst, du fällst hin, schlägst dir die Knie auf, gehst zu Mama, Mama pustet und singt ein heiles Segen und nimmt dich in den Arm, macht noch ein schönes Pflaster drauf. Da bleibt kein Schock oder kein Trauma. Das ist halt dann durch. Du hast geschrien, geweint, bist getröstet, gesehen und auf geht's. Wieder abflitzen zum Spielplatz und du bist schon wieder unterwegs. Wenn das nicht stattfindet, ne, zum Beispiel bei krasseren emotionalen Schocksituationen, du hast in der Schule was Krasses erlebt, du kommst heim, bist völlig aufgelöst und dann heißt es nur, jetzt stell dich nicht so an, da müssen wir alle durch. Da atmest du nicht mehr, nimmst es quasi voll in dein System rein, dann kommt noch meistens eine Bewertung dazu. Oh, ich bin nicht gut genug. Oh, ich bin die Einzige, die es nicht rafft. Und sofort, flupp, hast du schon was Eingeschlossenes. Und jedes Mal, wenn du in ähnliche Situationen kommst, springt der Trigger an und es verstärkt sich immer mehr. Und deswegen bilden sich dann im Körper, das siehst du auch an der Haltung, zum Beispiel ne, hier Schulterbereich, so ein abgesenkter, oder wenn hier hinten der Rücken wie so ein bisschen so sich so rauswölbt. Das sind alles so in der Regel durch lang anhaltende Emotionen, die da halt so unausgelebt sind, bleibt es so im Körper stecken, weil das führt letztendlich zu einer inneren Haltung von, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht so richtig, oh mein Gott, dies und das so. Und diese Haltung, das bleibt sozusagen als Lebenseinstellung in dir so. Und wenn das eine gefühlte innere Haltung ist, dann drückt die sich immer durch unseren Körper aus. Das ist einfach so. Wir leben. Unsere Seele lebt in diesem Körper und der Körper ist so abhängig von dem, wie es uns geht und wie wir die Sachen vor allem bewerten. Das heißt, das Ganze mit dem alte Gefühle fühlen, sie rauslassen, das klingt oft ganz dramatisch und oh Gott, was passiert da? Wird das ganz schrecklich? Ich sag's euch, die Angst davor, das zu fühlen, ist so viel größer, da bist du schon auf 95% von Stress. Wenn du das Gefühl dann tatsächlich fühlst, da kommen meistens bloß noch mal 5% dazu, das ist echt zu handeln, wo du es dann aber so ganz annimmst und einfach auch wirklich dann abfließen lassen kannst. Und danach hast du unglaublich viel mehr Energie zur Verfügung. Du bist freier, du wirst im Laufe der Zeit auch, sagen wir mal, immer triggerfreier. Manchmal gibt es einfach sehr alte, krasse Schocks, die vielleicht nie zu 100% rausgehen, aber du kannst viel leichter damit umgehen. Oder du merkst schon, oh, der Körper schickt mir ein Signal. Jetzt wäre es gut, mal schnell nach draußen zu gehen und 5 Minuten tief in den Bauch zu atmen, bevor mein Körpersystem erst anfängt, wieder in diesen Stress zu kommen. Und dafür gibt es unglaublich viele Übungen, ja, so verschiedene Emotionen sind an verschiedenen Stellen sozusagen im Körper geparkt. Und
In meinem Kurs Lebe jetzt und liebe dich, das Schmerzkörper-Bootcamp, gehen wir gemeinsam durch diese ganzen Körperpartien durch und beatmen die, machen Übungen, Visualisierung, Heilreisen, um diese Emotionen in Fluss zu bringen, um die als pure Lebenskraft wieder verfügbar zu machen, um wieder ja, in so ein orgastisches, ekstatisches, feinfühliges Sein eintauchen zu können. Ja, diesen ganzen alten Ballast, den brauchen wir nicht mehr. Und in dem Prozess sammeln wir unsere Learnings ein. Was haben wir daraus trotzdem mitgenommen? Was hat uns das Ganze auch gegeben? Es ist ja nicht nur so, dass diese Geschichten uns traumatisieren oder eng machen oder unsere Haltung verändern zum Negativen im Sinne von verkürzte Faszienmuskeln und so weiter, sondern wir haben auch unglaublich viel gelernt. Wir haben vielleicht ganz besondere Strategien, die heute noch gut sind. Andere Strategien oder alte Muster sind nicht mehr dienlich. Und da einfach mal so auszusortieren und zu gucken, wer bin ich denn darunter? Wer bin ich denn, wenn ich nicht von meinen ganzen Gefühlen immer gesteuert bin, sondern ich mich einfach mal gut fühlen kann? Also so im wahrsten Sinne des Wortes von, oh, ich fühle mich einfach gut in meinem Körper. Ich liebe es, mich selbst zu berühren, berührt zu werden. Ich tauche gerne in diese feinsinnige Ekstase ein. Ja, also wenn dich das interessiert, wenn du Lust drauf hast, wir starten jetzt im Juli mit dem Schmerzkörper-Bootcamp. Ja, ich sag Bootcamp, weil ich absolut überzeugt bin, wenn du deinem Körper auf eine ganz neue Art Aufmerksamkeit schenkst und den unterstützt, so wirklich den alten Ballast nicht nur hier oben im Oberstübchen loszulassen, sondern auch aus den verhärteten Muskeln. Kannst du ein ganz anderes Leben führen. Aber du brauchst dafür auf jeden Fall mal so, also 4 bis 6 Wochen, da wirklich täglich mal so deine Übungen zu machen, deine verschiedenen Reframes, dein Durchgehen durch die Sachen, durch entweder mit einer Heilreise begleitet oder durch verschiedene Auflösungsarbeiten. Und du bleibst da mal echt miteinander dran. Ihr wisst ja selber wahrscheinlich, wie das ist, ne? So, oh, ich nehme ab und ich mache jetzt jeden Morgen Sport und nach einer Woche lässt dann die Motivation wieder nach. Zusammen ist es oft viel, viel leichter, sich zu motivieren und zu sagen, ey, komm, wir schaffen das. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Du musst da nicht alleine durch. Also, wenn du Lust hast, dann melde dich gerne bei mir für diesen Kurs. Und weitere Infos werde ich in den nächsten Tagen noch posten, immer wieder ein bisschen mehr. Und ich freue mich auf dich. Und ansonsten hoffe ich, du konntest jetzt aus dem Video auch einiges für dich mitnehmen. Ja, ich würde mich über einen Daumen hoch oder ein Herzchen freuen, wenn du was für dich mitnehmen konntest. Oder lass mich gerne auch einfach mal wissen, wie es dir damit geht. Wie nimmst du das wahr, den Unterschied zwischen Fühlen und Gefühlen? Siehst du das auch so oder hast du noch mal eine ganz andere Erfahrung dazu gemacht? Ja, ich freue mich. Das war's heute vom Live-Call und ja, danke für die vielen Herzchen und fühlt euch gut, fühlt euch großartig. Bis dann.